hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Heute der 7. Dezember und das zweite Bier heute schon. Und das kommt aus einer Brauerei, die habe ich letztes Jahr zum ersten Mal im Kalea Bierkalender kennengelernt. Das war die Craft-Version. Und wer von euch den Kalender online bestellt hat, wird diese Bottle Cap auch kennen. Es ist die Craft-Bier-Werkstatt oder Kraft-Bier-Werkstatt aus Böblingen. Und die bringt das Chinook an den Start. Sie sagen selber, das ist ein Red Indian Ale. Chinook sind ja ein Indianerstamm aus dem Nordwesten der USA. Und bei diesem Bier standen eben Indianer, die Rothäute, Paten und nicht die Inder. Grundsätzlich ist das ein IPA, ein India Pale Ale, aber sie nennen es eben deshalb Red Indian Ale. Und es ist ein Single Hop IPA, ja. Ihr dürft mal raten, welche Hopfen da verwendet wurden. Ja, es ist Chinook Hopfen. Und hinten drauf noch In Hops We Trust. Und lass mich mal schnell schauen. 6,7 Volumenprozent Alkohol, 14,5 Grad Stammwürze, 55 Bittereinheiten. Und ich habe das mal so auf 7, 8 Grad eingekühlt. Hier oben noch Tomahawks oben drauf. Die Bottle Cap kennt ihr schon. Ich würde sagen, dann schauen wir mal, was zum Vorschein kommt. Wie rötlich das Ganze dann vielleicht auch ist. Ja. In jedem Fall mal intensiver Schaum, der sich da oben drauf bildet und tatsächlich unten ein Bernstein mit aber einem durchaus leichten rötlichen Einschlag. Weiße, kompakte Schaumkrone oben drauf hängt sich auch schön ans Glas. Das sind auch in diesem Tastingglas 3 Finger breit Schaum oben drauf. Schön blumig von der Nase her. Zitrusfrucht. Aber auch so harzige Piniennoten mit dabei. Das ist so, was ist denn das? So brotiges Malz. Ganz im Hintergrund. Aber es ist tatsächlich eher so diese blumige, zitrusige Note, die in der Nase hängt, die dieses Bier ausmacht. Auch nicht zu intensiv, ganz ehrlich. Aber es dominiert dann doch. Ja. Dürfte auch filtriert worden sein. Ich würde sagen, cheers. Überraschend süßlich. 55 Bittereinheiten. Da erwartet man dann doch durchaus eine präsente Bittere bei diesem Bier. Die ist auch da, aber es hat zunächst mal einen sehr süßlichen Eindruck, der aber, finde ich, jetzt gar nicht so unharmonisch ist. Man erwartet ihn nur nicht. Aber es kommt eben so dieses brotige, süßliche Malz, Karamell mit rein, was man normalerweise von einem IPA eben auch nicht kennt. 55 Bittereinheiten ist sicher nicht Ende der Fahnenstange nach oben, was die Bitterkeit von einem IPA angeht. Auch 6,7 Volumenprozent, da geht sicher noch mehr. Aber es überrascht dann doch, dass dieses Grundthema bei diesem Bier doch eine gewisse Süßlichkeit ist. Die Bittere ist gar nicht so ausgeprägt. Sie hat so einen leicht harzigen Touch, ist aber sehr gut eingebunden, sehr harmonisch damit drin. Und es ist, wie gesagt, tendenziell eher die Süße statt der Bittere, die bei diesem Bier mit ins Gewicht fällt. Kohlensäure sehr durchschnittlich. Körper auch eher ein tendenziell mittlerer Körper, jetzt nicht. Und da vielleicht auch eher am unteren Ende angesiedelt, nicht zu aufgeregt. Und hinten raus, auch bei diesem Bier, nimmt die Bittere ein klein bisschen zu, wenn man das Bier runtergeschluckt hat und so auf der Zunge mal so fühlt, was passiert da. Da kommt eben, wie gesagt, die Bittere dann noch ein bisschen nach. Es hat ein tendenziell eher hopfiges Ende. Die Süße ist nicht ganz weg, bleibt noch da. Aber es ist, wie gesagt, das Grundthema bei diesem Bier ist eben eine malzige, karamellige, brotige Malznote und die eben mit einer gewissen Süße
einhergeht. Von ProbierTV gibt es deshalb für das Chinook IPA aus der Craftbeer-Werkstatt Böblingen gibt es 3,5 Punkte für das Chinook IPA Red Indian Ale aus Böblingen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr dieses Bier in der Biertasting.club App bewertet. Ihr habt ja jeden Tag die Gelegenheit dazu, eure Rezensionen, Geschmackseindrücke oder einfach nur Bewertungen abzugeben. Macht davon reichlich Gebrauch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie euch dieses Bier schmeckt. Ihr könnt mir auch bei YouTube, Facebook oder auch im Blog eure Meinung schreiben. Und wir sehen uns morgen garantiert wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.